Naja. So, 37. Ich glaube, ich zähle die doch mit, Leute. Also, wir haben jetzt 17 bekommen. Das heißt, ich mache jetzt 9 hier einfach. Doch 9 nehme ich mit. 9 nehme ich mit. Dann hätten wir hier 29. So, aber jetzt sehe ich die anderen noch mit. Das sind ja insgesamt 10. Das heißt, ich nehme hier jetzt noch, mal 5 mit. Und die kommen auch noch mal hier rein. So, 34 Söldner haben wir hier. Und hier haben wir 23 Söldner, ein Vampir-Magier, ein Vampir... Vampirkriegerin und 8 Werwölfe. Da werden sich die Eras bestimmt schwer tun. Na gut, erkunden wir weiter, Leute. Gegen die Titanen und so möchte ich jetzt noch nicht kämpfen. Vielleicht machen wir das auch wieder, machen wir das so, dass wir da in jeder Aufnahme vielleicht einmal kämpfen. So. Dann geht es hier weiter. Moment. Warum habe ich der Schaden be... Warum sind unsere Helme weg? Und unsere Sonnenschutzmäntel auch? Bitte, was geht denn hier ab? Achso, das ist Elaine. Okay. Kein Wunder, dass das so schwer war. Der hat unsere Ausrüstung irgendwie ausgezogen. Der Armband des Blitzes. Plus 100 Geschwindigkeit erhöht Ausweichen. Cool. Krone des Kriegers. Artefakt. Ich glaube, Nyria hatte das. Das ist ja Nyria, oder? Krone, genau, Nyria hat Krone des Kriegers. Und Elaine würde dann... Puh. Mantel des Vampirs kriegen. Moment mal, das hier ist Valna. Der hat ja die Verdammnisklinge. Und Elaine hat dann den Mantel des Vampirs und Asgard den Spiegelhelm. Und Nyria hat die Krone des Kriegers. Wisst ihr was? Antonius Armband möchte ich dann auch noch haben. Das bekommt dann, naja, nicht Elaine. Das heißt entweder Asgard oder... Oder bekommt das Elaine? Elaine bekommt es. Ich glaube ja. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Goldenes Gift. Haben die jetzt alle nur Elaine angegriffen? Klingenrunde. Einer ist schon besiegt. Gift und Bluten. Dann greifen wir erstmal den da oben an. Okay, besiegt. Fertig. Ich sollte mal wieder heilen. So, bis auf Elaine sind alle geheilt. Und ich lasse jetzt, Asgard lasse ich jetzt Elaine heilen. Dann gelangt Elaine nämlich nicht ins... ins Gelbe mit ihrem Blut. Was waren eigentlich das für zwei Flaggen? Hier war, glaube ich, der eine Typ, der sagt, genau, können wir da jetzt rein? Jetzt können wir rein, Leute! Oh, willkommen, willkommen. Nur reinspaziert, nur keine Angst, ich beiße nicht.
Ihr seht aus wie jemand, der ganz dringend einen Sarg braucht. Kommt und staunt! Hat Jinnai bei dem damals unsere Särge gekauft? Irgendwie unwahrscheinlich. Ich habe billige Särge, teure Särge, Särge aus Holz, Särge mit Samt, Särge mit und ohne Gravur. Ich habe so viele Särge, ich könnte die ganze Welt begraben. Naja, sehen wir uns mal um. Schaut euch nur um, hier findet ihr auch einen Sarg in eurem Geschmack. Und für euren Geldbeutel. Das ist eine gute Chance. Ein paar neue Särge für uns wären überfällig. Wollt ihr diesen herrlichen Kirschholzsarg mit Samtverkleidung kaufen? Ein Stück kostet nur 400 Filar. Nein, danke. Denkt aber daran. Auch ihr seid bald tot. Dann braucht ihr einen Sarg. Ganz sicher. Der gefällt euch, was? Kann ich verstehen. Erstmal ein bisschen umsehen. Neulich kam ein Kunde, der wollte einen Sarg aus Gold. Und auch diesen Kunden habe ich glücklich gemacht. Und selbst wenn ich dafür ein paar meiner Zähne opfern muss. Halt bloß den Mund, Kerl! Oh, nie werde ich vergessen, wie ich meinen ersten Sarg verkauft habe. An einen kleinen, unbedeutenden Piraten. Obwohl er mich in meinen eigenen Sarg gelagert hat. Aber was tut man nicht alles für seine Kunden? Oh ja, auch ihr könnt euch sicher einen wirklich guten Sarg gebrauchen. Wir sind wohl die ersten Kunden, bei denen das stimmt. Ja, wir schauen uns aber noch ein wenig um. Gerne, lege ich mich noch auch zur Demonstration in einen der Särge. Schon gut, das wird wohl nicht nötig sein. Dann schaut und staunt, Stein und Särge für jeden Geldbeutel. Habe ich schon erzählt, dass ich alle meine Kunden liebe? Ja, ich liebe meine Kunden. Und ja, ich liebe auch euch. Wenn er mich jetzt anfasst, bringe ich ihn eigenhändig um. Okay, hier gibt es wohl nichts. Das ist eine... Bisher hat sich noch nie ein Kunde beschwert. Den braucht ihr aber nicht mehr. Die anderen sind viel schöner. Wollt ihr diesen herrlichen Sarg mit Seidenverkleidung kaufen? Ein Stück kostet nur 2500 Filar. Ja, wir nehmen... Nein, danke. Denkt aber daran, auch ihr seid bald tot. Dann braucht ihr einen Sarg. Ganz sicher. Ich glaube, wir können... Wenn wir so... Also, den haben wir offenbar schon. Und ich glaube, wir können... Bei mir kann man alle Särge auch vorher ausprobieren. Ich glaube, wir können die bessere Särge kaufen, damit wir besser geheilt werden. Mal sehen, ob es hier irgendwas, hier draußen irgendwas gibt. Vielleicht irgendwas, was wir noch finden können. Mit unserem geschärften Blick. Also das mehr... Oh ja. Krankheitsserum erhalten. Geheimnis. Wir werden hier definitiv mal zurückkommen, Leute, und Särge kaufen. Was steht hier? Stance-Särge für jeden Anlass. Aber nicht jetzt. Wir sind sowieso gerade pleite. Und was war hier oben? Ach, die Weide war hier oben. Naja, mal sehen, was wir noch so finden. Greif mir den da an. Der blutet nicht und hat auch kein Gift drauf. Klingenrunde. Der obere ist besiegt. Und der untere auch. Zwei Seelen erhalten. Ich bin ja gespannt, Leute, was wir noch so alles finden werden. Und was uns noch so alles Geld einbringen wird. Eine Seele erhalten.
dann darf Aska jetzt auch mal ein bisschen Blut trinken. Halt, nein, das ist Walner. Bitte was? Moment mal, zwei Angriffe, sind die etwa so schwach? Die sind ja schwächer, als ich dachte, Leute. Okay, offenbar haben wir vorhin einmal kritisch getroffen. Aber egal. Zwei Seelen erhalten. Aha, ein Dino. Kam schon länger keins mehr. Ach, Aska. Eine neue Seele. So, was wird der erste Ort sein, den wir finden, Leute? Ich bin gespannt. Jetzt haben wir hier erstmal zwei Drachen. Goldenes Gift. Spätestens bei Nyria, glaube ich, sind sie jetzt dann alle besiegt. Ja, der untere hat kein Leben mehr und der da blutet. Tja. Zwei Seelen wieder erhalten, Leute. Machen wir erstmal hier, das hier. Dann müssen wir nicht mehr nach oben. Zack. Oh, hier haben wir was gefunden, Leute. Was sind denn das für Dinger? Sieht aus wie Flugdrachen mit zwei Köpfen oder so. Hat die was aus? Sieht so aus, als hat die was aus. Goldenes Gift. Okay, der obere hat jetzt drei Angriffe ausgehalten und der untere zwei. Also die halten was aus, Leute. Zwei Seelen erhalten. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? Wenn wir zu viele haben, dann möchte ich erstmal wieder nach Hause und etwas für die Seelen kaufen. 19. Ach, dann speichern wir einmal. Und dann gehen wir hier rein. Suchen wir uns hier gut um. Sehen wir hier uns gut um. Wow. Warum war der eine jetzt so einfach besiegt? Habe ich schon wieder kritische Treffer gemacht, oder was? Ah, oder hat die Runde der Verdammnis etwa einen Todeseffekt? Beides Mal war es bei Walner. Zwei Seelen erhalten. Muss ich jetzt mal nachsehen, Leute. Nein, hat sie nicht. Wir haben ein ranziges Schwert. Das gehört verkauft. Wollen wir das her? Tja, daneben. Besiegt. Sandsturm, der trifft euch. Moment mal, das heilt sie.
finde ich jetzt nicht gut. Und besiegt. 3 Seelen erhalten. Das ist doch so eins. Besiegen wir es. Oder rechts ist eine Truhe. Goldenes Gift. Das wird euch nicht helfen. Besiegt. Wollen wir durch Sandsturm werden die geblendet? Cool. Besser für uns. 1060 kritische Treffer. Gut gemacht, Nyria. 2 Seelen erhalten. Speicherstein erhalten. Toll. Heilfuel erhalten. Geheimnis. Ich weiß immer noch nicht, was das für Wesen sein sollen, Leute. Aber egal. Wir machen sie einfach fertig und gut ist's. Der Opera hat nur noch ein Leben. Okay, jetzt hat er wieder Leben. Und er hat es verloren. Ich glaube, 2 Lebenspunkte müsste er jetzt noch haben. Nein. Okay, er hatte mehr. Na gut. 3 Seelen erhalten. 3 würde es nach rechts gehen. Da sind Löwen. Diese Löwen erinnern mich sehr stark irgendwie an Terranigma. Ach, wir haben ja Initiative. Noch der von Asgard. 3 Seelen erhalten. Wer weiß, vielleicht sind es sogar die aus... Oh, ein Werwolf. Gehorche! So ist fein. Noch einer. Besiegt? Wie das? Gibt es etwas Starke und Schwache unter ihnen? Naja. Zwei Seelen erhalten. Ah, das, hier sind wir da. Ist kein großes Gebiet, Leute. Kritische Treffer und er lebt noch. Daneben. Der untere ist besiegt.
auch besiegt. Und besiegt. Drei Seelen erhalten. Leere Flasche halten, Geheimnis. Eine verschlossene Truhe. Mal sehen, was drin ist. Rezept 28 erhalten. Geheimnis. Ich glaube, ich möchte da rechts rausgehen. Okay, also offenbar gibt es hier sonst nichts. Wie viele Seelen haben wir jetzt? 37, da geht noch was. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal nach rechts erkunden. Fertig erkunden. Der obere ist besiegt. Der lebt noch. Schade. Der hält viel aus. Und beide besiegt. Drei Seelen erhalten.